Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wie versprochen, machen wir heute ein bisschen auf der Karte weiter und nebenbei auch ein bisschen Hauptmission. Die da wären einmal hierhin. Wohl hier hinten wäre eigentlich auch noch was, gell? Komm, das machen wir gleich, weil sonst kommen wir in die Region gar nicht mehr. Oh, Reiter nicht verfügbar. Wahrscheinlich, weil es ein Sperrgebiet ist. Dann gehen wir halt so schnell rüber. Schauen wir, dass wir das Artefakt snacken. Ja. Haben wir auch hier wirklich einen Haufen, ja, Nebenmissionen auch zu erledigen. Also wird auf jeden Fall nicht langweilig. Stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Ein Fluch? Ich habe keine Ahnung, Leute, was es jetzt hier ist. Ich weiß nicht, ob wir sterben oder sowas. Finde beseitige die Ursache. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Okay, verfluchtes Zeichen zerstört. Ach so, das war das Artefakt dann praktisch. Aha. Ja, auf jeden Fall besser, wie das hinterherrennen die ganze Zeit. Das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Okay, wir schauen nochmal. Nicht, dass hier noch irgendwas Kleines ist, was wir übersehen. Okay. Das ist doch eine Falle. Hier ist aber alles mit Gift irgendwie belegt. Komischer Ort. Okay. Wir werden mal hier am Rand lang galoppieren. Das wäre eine Festung zum Übernehmen. Ich könnte mal hier vielleicht auch gleich mitmachen. Ich weiß es nicht, Leute. Okay, sechs. Ah, okay, hier ist dann wieder irgendwas mit so komischer Tore zu machen. Wie erst einmal. Schauen wir mal, ob wir es lösen können. Acht auf die Zeichen und zündet die richtigen Feuerschalen, um das Tor passieren zu können. Entzünde die richtigen Feuerschalen. Ja, wenn man wüsste, was man gucken muss. Interagieren. So, da kann ich wieder zurück. Ja, aber was ist die West? Hä?
Ich habe keinen Plan. Ja, was für ein Tor. Hinteragieren. Wenn sie aber wieder rot. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Fünf Feuerschalen. Hä? Okay, das kann ein bisschen länger dauern. Eins, zwei. Warte mal. Muss ich da vielleicht von da oben durchschießen? Ah, okay, das war jetzt praktisch gegenüberliegend von den Fenstern oder von dem Mauerdurchbruch. Okay. Feuer ist ein Segen für den, der von weit her kommt, mit fröstelndem Knie und nach Kost und Gewand sich sehnt. Wir haben keine Pfeile mehr. Unbedingt Pfeile. Ich glaube, das werden wir mal einnehmen. Kloster auf der Insel Elch. Na, ein paar Pfeile hier, ja. Bringt die Sau zu Fall. Ja, ein bisschen mehr reinhauen hier. Kann nicht sein, Mage. Ruf hier. Küche voll. Ich streite für Gott. Boah, die hauen ganz schön rein, ey. Wir haben
voll machen, bitte. Tor verleiht mir Kraft. Komm rein hier. Mach mal auf hier die Hütte. Bitte einmal alles mit. Dankeschön. Ein kleiner Feuer. Ich schaff das nicht allein. Rohmaterial. Material. Die Köche sind voll, hier oben ist nichts mehr. Schauen wir weiter. Nein. Scheint einen Haufen Schätze zu geben. Aufbrechen! Ich brauche Unterstützung! Na? Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Meter. Geh mal hier hoch.
Irgendwo muss sie runtergehen. Ah, das ist der Brunnen, oder? Meter. Dann schauen wir mal hier rein. Puff hier. Los, hilf mir mal. Los hier, Welt Bitch. Raubzug abgeschlossen. Aber uns fehlt noch was. 45 Meter. Irgendwo muss es noch unter uns was sein. Wo soll denn das sein? Irgendwo muss sie noch. Muss sie noch nach unten gehen. Ich brauche hier drüben Hilfe! Ja, okay, das wird die andere Tür sein, da wo wir schon drin waren. Land, Freundin. Das wäre ja eigentlich bloß hier, oder? Du kannst ja eigentlich bloß in den Brunnen. Nervt mich jetzt, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. 30 Meter unter uns. Sieh mal nach, Sühnen. Ist hier noch irgendwo ein Eingang? Ist doch nichts mehr. Außen ist auch nichts. Ah, warte mal. Hier ist was. Alles klar. Wir wollen ja nichts übersehen, Leute.
53 Meter. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte hier mal an. Schauen wir mal. Aha! Aha! Buch des Wissens. Sturzvolk der Walküre. Okay. Sehr schön. Da haben wir ja wieder was gefunden, wa? Genau, dann gehen wir mal hier hoch, wo wir da rauskommen. Wahrscheinlich wäre ich da reingekommen auch, aber. Ja. Gut. Wir schauen uns aber nochmal auf die Karte. Nicht, dass wir hier noch irgendwas übersehen. Weil. Hier ist noch was. Ein kleines Schätzchen zwar nur, aber. Wir wollen alles mitnehmen. Okay, was macht die? Hallo? Was machst du da? Ach, Untertau. Ich habe Untersuchen gelesen. Meine Fresse. Ja, die Vorräte sind schon top. Eine kleine Fischerhütte. Sehr schön. Gut. Dann einmal bitte hierher und dann machen wir auf das Rätsel und dann hier unsere Hauptquest.
Ich sage, da will man die Hauptquest backen, aber kommt eigentlich gar nicht dazu. Das ist Wahnsinn. Windsham. Synchronisieren. Ah, war mir klar, dass sie wieder so viel aufgeht. Alter Spiel, du weißt überhaupt nicht, was du zuerst machen sollst. Okay, Leute, wir machen jetzt auch trotzdem hier weiter. Das mache ich dann vielleicht mal offscreen oder so, weil das ist so viel. Na, obwohl, das können wir noch schnell mitnehmen. Ja, das hier, die Landschaft gefällt mir jetzt schon besser hier. So ein bisschen mit so alte Ruinen und sowas. Wow. Alter. Ja, super Eber. Da muss ja gleich drei kommen müssen. Hat auch gut Leder. So, jetzt aber dorthin. Bei allen Arschlingen dieser Welt. Alter! Nur mit meinem Kopf. Hier drüben, Dränger. Axtkopf. Heda, Fremder. Entschuldige. Ich spüre einen leichten Schmerz. Siehst du etwas an meinem Kopf? Vielleicht einen Ausschlag oder Schnitt, der einfach nicht heilt? Sieht aus wie eine Kampfwunde. Ah, das dachte ich mir. Es muss von meiner letzten Schlacht stammen. Der Axtkopf. Du solltest den anderen sehen. Den hat's schlimmer erwischt. Schlimmer als... Das kann durchaus sein, ja. Wenn er kopflos ist. Meine Arme sind vom Kampf taub. Ist ein Verband nötig? Glaubst du, es ist eine ernste Wunde? Guter Dränger, du hast eine Axt in deinem Kopf. Es ist übel. Ich werde sie rausziehen. Aber du wirst sicher bald in die nächste Welt gehen. Ach... Walhall soll es sein. Ich weiß, deine ehrliche Antwort zu schätzen. Ich bereite
Mich. Also auf die Eindrücke der Totenhalle vor. Ich werde dir den Schmerz nehmen und dich über Bifrost schicken. Es ist Zeit. Weißt du, nicht bald... All deine Feinde sind erschlagen. Du kannst zufrieden sein. Alter Schwede. Ich will 8 Fähigkeitspunkte, Leute. Okay, dann würde ich sagen, weiter in der Hauptstory. Was siehst du? Wir gucken mal, ob wir das lösen können. Die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. 41. Irgendwas stimmt hier gerade mit dem Radar nicht. Achso, das sind 3 Gebiete praktisch. Die werden sofort angreifen. Servus. Hast du schon gerettet jetzt, oder was war das jetzt schon alles? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Okay. Dann gehen wir da rüber. Gefangener denn? Ausrichten. Du bist schon so. Hey, zu mir! Hier! Ah!
erwartet kein Paradies. Freut mich, ich führe euch. Okay, die kämpfen aber gar nicht schlecht, muss ich sagen. Können wir die auch noch befreien? Ach so. Danke. Vielen Dank. Du wirst Wurmfutter. Hilf mir. Sei meine Augen. Okay, noch über den letzten. Wölfe, sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Okay, dann schauen wir noch mal zu ihm hoch. Wiederbeleben. Begib dich zu Somas Lager. Hier wäre noch ein Artefakt irgendwo. Schauen wir mal, ob wir wieder auf Jagd gehen müssen oder ob wir das einfach snacken können. Witcham. Warte, wir wollen mal schnell was probieren. Ich muss sehen, was du siehst. Geht es nicht, oder was?
Vieh. Unterm Stein. Alles klar. Okay. Flieg, Freundin. Gut, dann hätten wir das hier erledigt. Hier unten. So viel zu tun, ey. Okay, komm, so kommen wir nicht rein. Aber so kommen wir rein. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir zur Quest zurück. Welche langweilig ich jetzt hier nicht länger mit dem? Können wir hier eine Schnellreise hinmachen? Nee. So, solche Sachen, glaube ich, die werde ich offscreen machen. Also den größten Teil davon, nicht alles. Klar, aber so den größten Teil, denke ich. Weil es, glaube ich, für euch auch nicht so... Bist du? Hä? Ich bin jetzt gerade markiert. Okay. Wir reiten und schauen, ob wir die Verbündeten jetzt bekommen. Oh, der Nebel ist heftig. Das sieht man echt nicht viel. Ah, schon sind wir da. Middle Tune. Hey! Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galen darüber gesprochen, was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind, trotz aller Rückschläge. Galen, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarl Skonar.
Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Okay. Schaut, dass wieder alle gespawnt sind. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Die Weisen des Fens. Zu neuem Ruhm. Okay, Leute, wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich denke mal, dass wir uns dann die Stadt zurückholen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr dran bleibt. Und ja, mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Ich bin echt schon gespannt. Es könnte spannend werden. Ja. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.